Das Leben zieht mal wieder an uns vorbei. Wir haben uns in diesem Jahr so viel vorgenommen, doch eine Beschränkung nach der anderen hält uns vor dem Leben ab, was wir wirklich leben wollen. Doch was hält uns wirklich ab, das Leben, was wir wollen, zu erreichen? Ich habe mir oftmals die Frage gestellt, sind diese Beschränkungen wirklich da oder sind sie einfach nur in unserem Kopf? Mein Name ist Jan Anand und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und ich selbst kämpfe oftmals wegen Beschränkungen, dass ich dies und jenes nicht machen kann, aus dem und dem Grund. Beispielsweise versuche ich jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen, aber wie oft kommen Beschränkungen in meinem Leben rein, dass ich sage, ich habe nicht genug geschlafen, der Nachbar war wieder zu laut oder gestern bin ich zu spät schlafen gegangen. Und nochmal ein kleines Beispiel für dich, um zu verdeutlichen, wie Beschränkungen mein Leben kontrolliert haben, ist, dass eine Zeit lang bei uns die Bahn nicht gefahren ist und ich musste also auf den Ersatzverkehr ausweichen. Und dieser kommt unregelmäßig und deswegen kam in meinem Kopf der Gedanke, dass ich jetzt nicht mehr zum Sport gehen könnte. An sich gesehen kann ich ja zum Sport gehen. Ich springe einfach aufs Fahrrad und radel 20 Minuten zum Sport. An sich habe ich ja sogar ein effektiveres Training, weil ich schon direkt aufgewärmt bin. Du merkst, solch ein Mindset muss man sich erstmal antrainieren, weil es ist natürlich näherliegender, dass man einfach sagt, dass du deswegen nicht zum Sport gehen solltest und einfach 2 Wochen warten solltest, damit du wieder zum Sport mit der Bahn fahren kannst. Aber dieses Beispiel verdeutlicht einfach, dass es immer Alternativen im Leben gibt. Es gibt nicht immer nur diesen einen Weg, dass etwas nicht geht. Es gibt immer Alternativen, dass du dein Ziel trotzdem erreichen kannst, egal wie groß deine Beschränkung im ersten Moment scheinen mag. Alternativen, die dein Leben verbessern, können dich definitiv zu einem wahrhaften Gewinner machen. Ich möchte dir mit diesem Video einfach nur sagen, dass es sich lohnt, auch die andere Seite der Medaille zu betrachten. Vielleicht hast du beispielsweise noch nie einen Berg bestiegen. Der hohe Gipfel, der sieht vielleicht erstmal nicht greifbar aus. Aber auch wenn du ein Anfänger bist, sollte es dich nicht davon abhalten, den Gipfel zu besteigen. Vielleicht findest du einen einfacheren Weg, der dich trotzdem zum Gipfel führt. Auch wenn etwas am Anfang als schlecht erscheint, kann es sich immer noch zum Guten wenden. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was deine Beschränkung momentan ist, die dich davor abhält, dein Leben voll anzugreifen und einfach deine Ziele zu erreichen. Was hindert dich momentan, öfters zum Sport zu gehen oder vielleicht einfach früher aufzustehen, um die Zeit zu gewinnen, mehr an deiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten? Keine Frage, es gibt immer mal Lebensphasen, die einen fordern, wo man einfach mal einen Schritt zurück machen muss. Ob es eine Krankheit ist oder ein Schicksalsschlag in der Familie. Ich möchte dich in dem Moment viel mehr ansprechen, wenn Ausreden deinen Alltag begleiten und du eigentlich viel mehr im Leben erreichen möchtest. Und jetzt verrate ich dir noch, wie du deine Perspektive mit einem Schnips verändern kannst. Stell dir mal vor, du hast eine schlechte Note in der Schule oder der Uni erhalten. Du könntest jetzt beispielsweise denken, dass du schlecht in der Schule bist, dass sich das Lernen einfach nicht mehr lohnt. Ich kann dir direkt sagen, so habe ich beispielsweise früher immer gedacht. Für mich hat sich das Lernen nicht mehr als lukrativ angefühlt. Aber was wäre, wenn ein Freund zu dir kommt mit dem gleichen Problem? Wie würdest du mit ihm reden? Würdest du ihm auch sagen, dass sich das Lernen für die nächste Klausur nicht lohnt? Ja, wohl eher nicht. Du würdest den Freund motivieren, aufbauen, dass sich das Lernen nämlich lohnt. Ja, das konstante Lernen führt zu besseren Noten. Du könntest ihm beispielsweise sagen, dass er nicht sofort Ergebnisse erwarten kann, aber dass es sich definitiv lohnen wird für ihn. Und wenn du so zu einem Freund reden würdest, dann musst du auch so mit dir mindestens reden. Ob du zu dick, zu dünn, zu dumm, zu schlau bist und deswegen denkst, dass sich jeder in eine Schublade packt, das sind Beschränkungen, die dich vor dem vollen Potenzial in deinem Leben abhalten. Deswegen jetzt eine Challenge an dich. Versuche 7 Tage lang deine Gedanken, deine Beschränkungen zu analysieren. Stell dir öfters die Frage, was hält mich momentan ab, Ziel X zu erreichen? Allein schon das Bewusstwerden, dass eine Beschränkung in deinem Kopf besteht, das wird dich schon sowas von auf der Reise deiner Persönlichkeitsentwicklung nach oben bringen. Und was ist am Ende zu tun? Das hört sich natürlich hart an, aber einfach mal diese Beschränkung zu durchbrechen. Einfach mal es tun und zu sehen, was passiert eigentlich, wenn ich es doch tue. Ja, und das Tolle dabei ist einfach, dass du merkst, dass diese Beschränkung einfach nur in deinem Kopf bestand. Es ist genau das gleiche wie bei dem Marathon-Rekord, der nie geknackt wurde. Über Jahrzehnte wurde er nicht geknackt, bis ein Läufer die Zeit unterboten hat. Und danach, die nächsten Jahre, haben es immer mehr Läufer geschafft. Und warum? Weil diese Beschränkung in deren Köpfen nicht mehr bestand. Ja, manchmal müssen wir einfach begreifen, dass wir zu mehr fähig sind. Dass es auch schon andere Menschen vor uns geschafft haben. Und am Ende würde ich mich jetzt über ein Abo, ein Like und wie gesagt einen Kommentar freuen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich auf seiner Reise der Persönlichkeitsentwicklung begleiten darf. Schau doch gerne bei meinem Podcast 5am vorbei. Der ist auch in den Kommentaren verlinkt. Hier kommt jeden Samstag eine neue Folge. Und jetzt sage ich einfach bis zum nächsten Mal.
nächsten Mal, dein Jan.